Mein Name ist Oliver Jan Wagner. Ich bin Produktionsleiter und Prokurist bei Rapid Object. Unser Motto ist Ideen zum Anfassen. Wir sehen uns bei Rapid Object als Full-Service-Dienstleister mit der kompletten Wertschöpfungskette. Das fängt an bei dem Kontakt mit dem Kunden. Wir als Unternehmen bieten nicht nur den 3D-Druck an, sondern auch die Vorbereitung in Form von 3D-Scan, 3D-Modeling, 3D-Konstruktion. Dann den Druck in verschiedenen Druckverfahren, je nach Anwendungsgebieten. Da haben wir verschiedene Verfahren im Haus, zum Beispiel SLS-Verfahren, SLM-Verfahren, SLA, Polyjet-Polygraphie und jetzt auch Multijet-Fusion von HP. Ich bin Sophia Röder und arbeite im Bereich Konstruktion bei Rapid Object. Ich denke, die Entwicklung des 3D-Drucks wird in Zukunft rasant zunehmen, dass sie auch mit klassischen Fertigungsverfahren wie zum Beispiel Spritzguss konkurrieren kann. Insbesondere zum Beispiel der HP-Drucker aufgrund der ähnlichen Eigenschaften der Bauteile mit Spritzgussbauteilen. Wir können den Kunden dann auch beraten zu Nachbehandlungen in Form von Färben, Gleitschleifen, Lackieren und auch Vermessung von Bauteilen mit Messprotokollen. Wir haben uns für den HP-Drucker entschieden, weil unsere Kunden einbaufähige Bauteile benötigen. Zudem hat uns überzeugt die einfache Handhabung und das durchdachte Konzept auch mit der Nachbearbeitung. Das Fertigungsverfahren MJF von HP ermöglicht sehr viele Vorteile für die Konstruktion. Grundlage dafür ist der Fertigungsprozess als solches. Denn durch diesen schichtweisen Aufbau und den Agent, der da aufgebracht wird, werden die Bauteile sehr dicht. Die weisen eine geringere Porosität auf im Vergleich zu anderen Materialien. Gleichwohl ist das Material auch beständiger gegen Umwelteinflüsse und hat eine höhere Lebensdauer. Und dadurch eröffnen sich auch im Bereich der Konstruktion viele Möglichkeiten. Es kann zum Beispiel auch das Bauteil entsprechend ausgelegt werden für den Einsatz in einer Anwendung, die dauerhaft ist. Somit sind auch Kleinserien fertigbar oder auch schon größere Serienbauteile. Die Bauteile aus dem Multijet-Fusion-Verfahren haben den Vorteil, sie sind sowohl innen als auch außen schwarz nach dem Färben. Sie haben eine sehr hohe Dichte und sind dadurch vergleichbar mit Spritzgussbauteilen. Zudem haben sie eine sehr gute Auflösung, was besonders für Beschriftungen der Bauteile geeignet ist. Mich persönlich begeistert vor allem die Geschwindigkeit, mit der wir die Teile herstellen können. Die Zusammenarbeit mit Kurt Wullinger war sehr gut. Wir haben uns da sehr gut beraten gefühlt, was dann letztendlich auch zu der Kaufentscheidung geführt hat.